So, Mirella, willkommen. Schönen guten Tag. Danke, danke. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei sein kannst oder sein möchtest. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor, sag, was du machst, woher du kommst, was deine Passion ist. Genau. Schieß los. Also ich wohne in Wien und meine Passion ist unter anderem Training, Krafttraining, aber auch alles, was mit Bodybuilding zu tun hat und vor allem auch das Posing. Ist eine große Leidenschaft von mir geworden. Ja, was mache ich? Ich bin Online-Coach, hauptberuflich. Das heißt, ich betreue Leute im Fitness- und Ernährungsbereich fast nur mehr noch online. Klar, ich sehe ein paar Leute von mir, wenn sie aus Wien sind, dann treffen wir uns zu einem Erstgespräch vielleicht oder einem Ersttraining, aber im Großen und Ganzen läuft das alles bei mir online ab. Ich habe im Intelligent Strength gearbeitet, dort habe ich angefangen und ja, wie gesagt, jetzt mache ich hauptberuflich Online-Coaching. Ich habe mein eigenes Posing-Studio, es ist ein kleines Büro und sieht ein bisschen aus wie so ein Tanzstudio verspiegelt und kann hier Posing machen, aber auch Tanzstunden. Das heißt, ich habe so ein bisschen breit gefächert Interessen, was das alles angeht. Und du hast hauptsächlich Männer bei dir? Bitte? Im Online-Coaching Männer? Habe ich auch, Okay. Wenn du sagen würdest, Männer zu Frauen, wie viele Männer zu Frauen, so ein Verhältnis? ja. Also ich habe relativ weniger im Vergleich. Also auf Instagram folgen mir sehr viele Männer. Hm. Coaching habe ich ein paar und Posing mache ich das auch für Männer. Mir ist klar, dass das jetzt nicht mein Hauptaugenmerk wird, weil man muss sich, glaube ich, mit dem Coach auch identifizieren können und Ja. ist mir klar, dass das ein bisschen schwerer ist mit dem anderen Geschlecht. Aber es gefällt mir sehr, auch mit Männern zu arbeiten. Sie sind halt um einiges anders zu coachen als Frauen. Also, das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Training oder so an sich zu tun, sondern sie sind einfach unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Probleme, sage ich jetzt mal. Ich würde das pauschal sagen, dass die Mädels eher Unterstützung bei der Ernährung haben möchten und die Männer viel, viel größeres Augenmerk auf Training haben. Und bei denen ist meistens Ernährung so unemotional vor allem. Und ja, dann macht man halt das, was man soll und das war's. Ah, okay. Du hast die, wie im Vorgespräch schon gesagt, die PNBA Pro Card 2017 sozusagen bekommen. Das bedeutet, bist du jetzt sozusagen, kannst du damit Geld verdienen mit deiner Tätigkeit, wenn du die Pro Card bekommen hast? Nein, nicht unbedingt und vor allem auch nicht also das war meine allererste Saison und mein allererster Wettkampf. Das war ein Glückstreffer, muss ich sagen. Es steht natürlich auf meiner Homepage oben, aber es ist nichts, womit ich jetzt voll prahle oder auf das ich total stolz bin. Es war ein Glückstreffer. Ich habe in Amerika angetreten, in Chicago, bei der IMBA, PMBA. Das ist ein Verband, den ich nicht nochmal machen würde. Aber ich hatte keine Ahnung, ich bin dann einfach gestartet und wir waren nur zu zweit. Ah, okay. Also ich muss das ein bisschen wieder, das hört sich nämlich so wow an, ja, weil es war einfach nicht so. Sie waren sehr, sehr begeistert von mir, vor allem, weil es mein erster Wettkampf war und sie haben das nicht glauben können, dass ich zum ersten Mal auf der Bühne stand. Das war eher der Grund, glaube ich, auch, warum sie mir damals die Pro Card verliehen haben. Weil sie auch dachten, ich werde da jetzt weitermachen und die Profi-Wettkämpfe. Da es meine erste Vorbereitung war, habe ich zwei Wettkämpfe gemacht und einmal eben den in Chicago und einen Monat später in Deutschland bei der GNBF. Und das war dann schon sehr, sehr anstrengend für mich, vor allem dieses Monat halten, die Form halten. Und dann habe ich wieder Pause gemacht von, glaube ich, 1,5 Jahren oder so. Ja.
und bin dann letztes Jahr 2019 noch einmal gestartet, aber in verschiedenen anderen Verbänden. Das heißt, ich habe die Pro-Card und ich habe sie auch einmal verlängert. Man kann sie verlängern, indem man dann einfach einen Beitrag zahlt, aber ich bin nie wieder dort angetreten. Ah, okay. Also das bedeutet für dich, wenn du die Möglichkeit hättest, woanders zu starten, welcher Verband wäre es dann gewesen, wo du sagst, der ist ein bisschen vielleicht kredibiler, bisschen irgendwie scheint ein bisschen mehr nach außen? Also ich bin letztes Jahr dann in verschiedenen anderen Verbänden gestartet. Ich bin bei der BNBF, das sind also die GNBF, für die Zuhörer, die sich vielleicht damit nicht so auskennen. Es gibt naturale Verbände, die beim Bodybuilding versuchen, das so clean wie möglich zu halten. Das heißt, sie testen ihre Starter. Entweder testen sie nur die ersten drei oder sie testen stichprobenartig oder wie auch immer. Ja. Und dann gibt es die nicht getesteten Verbände, die zwar sagen, dass sie die Leute testen, aber das nicht machen. Und das ist zum Beispiel, das kennt, glaube ich, jeder IFB, NABA zum Beispiel, NPC, so irgendwas. Ja. Und das ist mal der Unterschied zwischen den Verbänden. Und ich bin eben 2017 nur bei den naturalen Verbänden gestartet. Also einmal diese IMBA und GNBF in Deutschland. Und 2019, letztes Jahr, bin ich bei der PCA in England gestartet. Und das ist ein nicht getesteter Verband. Und dort bin ich in einer niedrigeren Klasse gestartet, also bei der Bikini-Klasse, als sonst war ich in der Figurklasse. Der hat mir gut gefallen. Also die Organisation und einfach die Shows und das alles drum und dran hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe es dann auch bis zum britischen Finale geschafft. Bin dann im Herbst dann auch dort angetreten gegen 17 Mädels und habe den 6. Platz gemacht. Und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Also wenn, dann gerne wieder dort. Wieder dort, wieder auf den auf der Insel sozusagen. Ja. Sehr gut. So, da du ja ganz viel, wie du gesagt hast, im Online-Coaching bist und viele Frauen so unterstützt, ist es bei mir ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass du mal aus deiner Erfahrung so ein bisschen wirklich mal die Frauen mitteilst, wie sieht das Training eigentlich aus? Also, weil viele sagen ja immer, ach, ich will nicht so viel Muskelmasse aufbauen. Wie im Vorgespräch schon gesagt, ja, wenn es so einfach wäre, würde ja jeder rumrennen und Muskeln haben bis zum geht nicht mehr. Was muss man denn dafür tun und wie oft trainierst du zum Beispiel, um Muskelmasse aufzubauen? Pro Woche wohlgemerkt. Ja, im Normalfall trainiere ich 5 bis 6 Mal. Vor allem, wenn ich wirklich in der Vorbereitung bin, beziehungsweise auch vorher. Also Minimum 5 Mal. Das bedeutet, ich versuche sehr hart und schwer zu trainieren. Es ist ein riesen Unterschied zwischen hart und schwer trainieren und das Versuchen. Ja. Ich habe auch über dieses Thema sehr oft mit anderen Leuten gesprochen. Wir alle glauben immer, dass wir hart trainieren und das ist oft nicht so. Und das fällt mir zum Beispiel jedes Mal auf, wenn ich eben in einer Wettkampfvorbereitung bin, wo ich wenig esse, wo ich viel mich bewege, Cardio mache, trainiere und plötzlich schaffe ich es trotzdem immer weiter, mich zu verbessern und zu steigern. Und wenn ich dann in der Off-Season bin und dann herumgurke bei irgendeinem Gewicht, dann denke ich mir, das gibt es doch nicht. Wie kann das sein, dass ich in einem Defizit manchmal härter trainiere? Und das liegt oft einfach am Mindset, am Fokus und. Das heißt, die Mädels haben unnötige Sorge irgendwie, und ich kenne das Gerücht, dass man dann einfach so aufschwappt oder auf Platz bulky wird. Und oft reden die Mädels auch über die Oberschenkel, die dann zu groß werden. Und es hat auch sehr viel mit Klamotten zu tun. Das heißt, wenn sie nicht mehr in die Jeans reinpassen, ist das schon schrecklich. Aber das Ding ist, sie wissen ja noch nicht einmal, wie sehr sich ihr Körper ändern könnte. Wovor sie einfach Angst haben, ist, sie teilweise nicht mehr in Blusen reinpassen und sie haben Angst, die nächstgrößere Nummer kaufen zu müssen.
auch wenn sie vielleicht besser ausschauen würden nachher. Ja. Also das sind Sachen, über die ich auch mit den Mädels wirklich sehr lange und intensiv immer spreche, weil die Tatsache auch mit dem Krafttraining in Verbindung mit Ernährung, wenn sie einfach nur anfangen, Krafttraining zu machen und sie nehmen Muskelmasse zu, angenommen, ja, und essen aber weiterhin nicht unbedingt gut, haben vielleicht Essprobleme oder haben oft Fressattacken oder sonstiges und ihr Körperfett bleibt gleich oder wird höher, natürlich werden sie mehr insgesamt. Also das Volumen vom Körper wird höher. Ja. Und natürlich spannt dann die Hose zum Beispiel. Aber das ist nur ein Punkt. Wenn man Training und Ernährung aber zum Beispiel zusammennimmt und versucht, Körperfett zu verlieren und Muskelmasse aufzubauen, dann wird sich der Körper definitiv formen. Und das kann man nicht mit Laufen, Yoga oder sonstigen anderen Sportarten machen. Aus deiner Erfahrung, warum geht das nicht mit Yoga? Weil das meiste ist ja, sobald Frühling ist, wumm, alle sind draußen und rennen. Ja, und versuchen das alles, was sie sich angefressen haben, über den Winter wieder loszuwerden. Dass das dann nach hinten losgeht, das versuchen wir auch immer zu erklären. Aber jetzt erzähl mal, warum geht das nicht durch Yoga, Pilates etc., da das Fett zu verbrennen, wo es eigentlich weg soll? Ja, also ich bin nicht dagegen. Ja, jeder soll natürlich machen, was er möchte, was ihm Spaß macht. Ich hab nichts gegen Laufen oder Cardio generell. Ganz im Gegenteil, mache ich auch ab und zu. Oder Yoga oder sonstiges. Ja, das soll natürlich kein Abwerten sein. Aber die meisten, die zu uns kommen, wollen ja was verändern an ihrem Körper. Sie kommen ja nicht umsonst zu uns. Also das heißt, die meisten, die kommen, sagen, meine Beine, mein Po, mein Bauch oder so etwas, das hätte ich gerne fester, das hätte ich gerne straffer, das hätte ich gerne mehr, vom Po zum Beispiel. Ja. Und das geht einfach nicht mit Yoga. Du wirst dich ein bisschen bewegen, du wirst ein bisschen beweglicher und solche Sachen, aber du wirst keine Muskulatur aufbauen, weil einfach der Reiz wäre, damit die Muskulatur wächst. Und vor allem die Kombi mit straff und fest wirst du auch mit Laufen nicht hinkriegen. Woher auch, ja? Das geht nur mit schwerem Krafttraining, weil nur das erzeugt Muskelaufbau. Das heißt, du wirst ein bisschen was verbrennen können, wenn du laufen gehst. Und da kommt es auch immer darauf an, wie du laufen gehst und wie viel du isst und sonstiges. Aber einen großen Po und feste Beine kriegt man nicht dadurch. Du hast schon, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal erwähnt, schwer trainieren. Das ist ja immer sehr, sehr subjektiv. Hast du auch gesagt, ja. Was ist denn schwer? Also, das ist auch immer nicht so leicht zu erklären, weil wenn ich jetzt anfange, von Muskelversagen zu sprechen, ist das auch für viele nicht greifbar und für viele was anderes. Weil Muskelversagen ist für einen Anfänger was ganz was anderes als für einen Fortgeschrittenen. Und muss für einen Anfänger auch nicht unbedingt so sein wie bei einem Fortgeschrittenen. Aber irgendwann muss der das besser lernen. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe einen Kunden gehabt, das war ein Typ, und wir haben ein gemeinsames Training gehabt, mehrere, also wir haben Personal Trainings gehabt, und er macht Leg Curl und ich sehe, dass er noch mehr schaffen könnte, aber er macht es nicht, weil es einfach schon brennt oder wehtut oder unangenehm ist. Und logischerweise, der Körper reagiert halt so, wenn etwas ungut ist, möchte er das eigentlich nicht weitermachen. Das heißt, Training ist etwas, wo wir auch den Kopf trainieren müssen, da weiterzumachen, obwohl wir eigentlich nicht wollen. Und ich versuche ihn anzuspannen und sage, komm schon, du schaffst es noch, komm, ich helfe dir mit. Und ich nehme den Polster und wollte nur ganz wenig helfen und er lässt ganz locker. Also er hat nicht einmal mitgezogen. Ja. Das heißt, da habe ich natürlich total gesehen, dass es ist nicht, dass er nicht mehr kann. Es war einfach nur, er will einfach nicht mehr, es tut weh, es brennt, es, was auch immer, es ist ungut, ich möchte nicht mehr. Und das ist etwas, was man lernen muss. Und am Anfang, wie gesagt, werden wir so ein Training für einen Anfänger reichen, aber irgendwann wird er keine Fortschritte mehr machen. Und das heißt, wir müssen über diesen Schmerz, über das Brennen weitergehen. Sei es nur eine Wiederholung und dann beim nächsten Mal noch eine Wiederholung.
und so weiter. Das heißt, progressiv schwer mit der Zeit trainieren. Progressiv ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja. Wenn Leute immer dasselbe Gewicht verwenden, die gleichen Wiederholungen machen und immer dieselben Übungen, dann wird es auch irgendwann stagnieren und du wirst nicht weiterkommen. Das heißt, Wiederholungen oder Gewicht steigern ist wichtig. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja auch immer, man sieht ja auch die Leute immer mit den gleichen Plan, Jahr ein, Jahr aus zu trainieren und es passiert einfach nichts. Es ist immer das Gleiche, immer 3x10, 3x12, gleiches Gewicht, gleiches. Wie soll man denn da auch erwarten, dass da sich irgendetwas tut? Ja. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Progression, hast gesagt, Wiederholungen oder eben halt mehr Gewicht. Ja, wenn du für Frauen und Männer so ein bisschen, machst du da Unterschiede im Training oder sagst du, schwer ist schwer, Wiederholung ungefähr im gleichen Bereich oder unterscheidest du da jetzt noch ein bisschen? Wahrscheinlich schon von Anfänger zu Fortgeschrittenen, klar, aber wenn du sagst, okay, zwischen Männern und Frauen, gibt es da Unterschiede bei dir beim Training? Eigentlich der einzige Unterschied, den ich in den Trainingsplänen mache, ist zum Beispiel Übungsauswahl. Das heißt, zum Beispiel, einer Frau gebe ich nicht so viel Brustübungen wie einem Mann. Oder so viel unterschiedliche Brustübungen. Ich gebe, ich definitiv, bei mir trainiert fast jede Frau Brust. Es kommt natürlich auch an, ob sie Implantate hat oder nicht, ob sie Obermuskeln liegen oder Untermuskeln. Manche mögen das dann gar nicht, wenn es Untermuskel liegt, dass sie das dann trainieren. Das überlasse ich dann Ihnen, aber grundsätzlich trainiert bei mir jede Frau die Brust. Ein Mann wird aber wahrscheinlich eher obere, untere, mittlere, fliegende und was weiß ich was, viel mehr Variationen auch noch haben. Den Nacken gebe ich bei der Frau meistens auch nicht. Es kommt auf die Frau drauf an, aber wenn sie jetzt zum Beispiel eine Bikini-Klasse anstrebt, dann gebe ich nicht unbedingt Wachs oder so etwas in den Trainingsplan. Und Waden auch nicht unbedingt jede. Ja? Und das sind die Sachen, die bei Männern definitiv auch drinnen sind. Das ist der einzige Unterschied. Die Wiederholungsanzahl habe ich bei beiden gleich. Das heißt, beide machen sowohl weniger Wiederholungen und das bedeutet zwischen 4 und 20 plus. Machen okay. Sowohl Männer als auch Frauen. Was ich gut finde, dass du gesagt hast, 20 plus. Wie ist 20 plus zu verstehen? Weil das ist ja Kraftausdauer und 20 plus bedeutet nicht, ich sollte noch wahrscheinlich 20 können, sondern 20 bedeutet, da ist Schluss, da ist Ende. Ja. Wie kriegst du das bei den Leuten rein, dass wirklich 20, weil das ist kein Spaß. Also das macht ja wirklich gar keinen Spaß. Also 20 Wiederholungen mit irgendwas zu machen, ist ja egal was, egal deine Lieblingsübung, das macht definitiv keine Freude. Wie bringst du das den Leuten bei so? Also beim Online-Coaching lasse ich mir ja immer Videos schicken. Das heißt, ich schaue mir die Videos an und da schaue ich mir nicht nur die Technik an, sondern ich schaue mir auch einfach an, wie die Leute trainieren. Wenn die erste Wiederholung genauso aussieht wie die letzte und wenn ich dann das Video durchklicke und die Wiederholungen schauen immer gleich aus, dann erwähne ich das und dann sage ich, wie kann das sein? Also die letzte Wiederholung schaut so aus, als könntest du noch 10 machen. Und das ist halt etwas, was du, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, das sieht man mit der Zeit als Trainer einfach, ja. Weil du halt trainieren siehst. Ja? Die Person, die das macht, die weiß das nicht. Die trainiert, macht 10 Wiederholungen, das war's. Und dann erkläre ich hier, vor allem ganz, finde ich, anschaulich ist es bei Drückbewegungen, wenn du bei Drückbewegungen die letzte Wiederholung nicht mehr wirklich raufkriegst, dann wird es mit der Zeit immer langsamer und langsamer und langsamer hinauf. Ja? Und das ist sowas wie Muskelversagen. Und so versuche ich denen das zu erklären, dass das bei fast allen Übungen umsetzbar ist. Ja? Dass die erste Wiederholung nicht so schön und sauber, das ist auch noch ein Punkt, schön und sauber kommt das auch oft vor. Wenn sie mir sagen, David, die letzte Wiederholung war nicht mehr schön, dann versuche ich ihnen auch zu erklären, das geht nicht hier um, es geht um Technik, ja, aber nicht jede Wiederholung muss super schön und super langsam und strikt sein. Vor allem bei den Mädels nicht. Die Männer machen das sowieso meistens intuitiv, ja.
Also die pushen sich dann und versuchen mehr und solche Sachen. Und bei den Mädels ist es oft so, dass sie sehr, 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 sehr pingelig auf die Technik sind. Und da muss ich sie manchmal einfach pushen, da mehr zu machen, vielleicht ein bisschen auch zu schwingen und zu cheaten und sonstiges, nur damit sie ein bisschen mehr Gewicht verwenden. Und dann erkläre ich ihnen, wenn es zu unsauber wird, dann können wir auch wieder zurückrudern und dann schauen wir wieder, dass wir die Technik verbessern und so weiter und so weiter. Findest du, dass Frauen gegenüber Männern weniger grinden können? Oder sich nicht trauen zu grinden? Also nicht wissen, wann noch was geht? Ja, aber das glaube ich ist. Ich kenne ganz, ganz viele Frauen, bei denen das nicht so ist. Ich kenne wirklich viele Frauen, die wirklich einen argen Biss haben. Also, wo ich mir manchmal denke: Wow, echt geil. Also, es tut mir weh, wenn ich das jetzt so pauschalisieren müsste. Ja. Es gibt viele Frauen, die das vielleicht nicht so können, aber es lernen können. Die es vielleicht von Anfang an nicht können. Und es gibt Frauen, die es vielleicht nie lernen würden. Aber das Ich glaube eher so bei Anfängern. Also also meine Erfahrung ist ja immer, dass umso, wenn du gerade angefangen hast, da zu grinden oder zu, da ist irgendwie, okay, es stoppt. Also es wird schwer, ist vorbei. Genau, ja. Genau, sofort. Also auch wenn dann noch vier, fünf irgendwie gingen, wie du gesagt hast, das muss ja nicht unbedingt die schönste, die perfekte Wiederholung sein, aber so, dass du lernst, dass da noch etwas geht. Ja, ja, glaube ich, darauf wolltest du ja hinaus, dass die Leute, wenn du fortgeschrittener bist, da kannst du grinden, aber bei Anfängern ist, glaube ich, so ein bisschen, okay, ich kann nicht mehr. Du hast vollkommen recht, ja. Und da spielen eh sicher auch verschiedene Sachen eine Rolle, weil erstens ist es diese Angst, ich war nie in der Situation, was ist, wenn ich das nicht hochkriege, was mache ich mit den Gewichten? Also sie waren nie in der Situation, dass sie ein Gewicht zum Beispiel fallen lassen mussten oder vielleicht nicht mehr hochgekommen sind aus der Hocke oder sonstiges. Ja? Also es ist eine neue Situation, eine unangenehme Situation. Das kann ein Punkt sein. Der zweite Punkt kann auch sein, dass die Technik noch nicht so gut ist und dass zum Beispiel beim Bankdrücken unten das nicht gut erwischt wird und nur wegen der Technik er diese Wiederholung versaut und nicht, weil er nicht mehr kann. Mhm. Das heißt, das kann der nächste Punkt sein und dann hört er halt auf, weil er unten das nicht gut erwischt hat. Ja? Das heißt, da muss er lernen, okay, vielleicht bei der nächsten dann noch ein bisschen sauberer versuchen, langsam runterzugehen, dann erwische ich den Punkt besser und dann schaffe ich es. Ja? Also diese Sachen und natürlich einfach der Kopf, ich habe eine Kundin, die ist sehr, sehr, sehr heikel auf das, also so ängstlich, ja, also sie lässt sofort alles fallen, sobald es ein bisschen wehtut und ein bisschen unangenehm wird und das ist halt wirklich, das dauert, das zu lernen, ja. In dieser Hinsicht, wenn du sagst, schwer und die Übungsauswahl bei Männern und Frauen eigentlich hauptsächlich gleich, trotzdem ist es ja so, bei Frauen ein Oberkörper, naja, lass mal ein bisschen weniger, lass mal Beine. Okay, wenn wir sagen Beine, was sind da so die Übungen, wo du sagst so, für mehr Po? Ich so, ist ja ganz häufig, ich will mehr Po. Okay, gut. Was heißt das erstmal für dich mehr Po? Das ist ja auch immer unterschiedlich. Und wenn du sagen würdest, du würdest einen Trainingsplan für mehr Po, was sollte der beinhalten? Wie viele Sätze, wie viel Wiederholung? Einfach nur grob. Also wenn es jetzt nur, also grundsätzlich, ich hatte auch mal eine Kundin, die gesagt hat, sie möchte gar nicht Oberkörper trainieren, nur Unterkörper. Ganz so mache ich es dann nicht. Also ich möchte schon ein bisschen einen Ausgleich haben. Also definitiv, also ich will es jetzt nicht an einer Übung oder so festmachen, aber definitiv schwere Übungen, wo man schwer viel Gewicht nehmen kann. Das heißt, ein Kickback zum Beispiel mit Körpergewicht, also ohne irgendwas, ja, das wird es nicht. Das definitiv nicht. Ja. Das heißt, wenn Kickbacks, dann ebenfalls mit Zusatzgewicht, entweder am Kabel oder an der Maschine. Mhm. Aber grundsätzlich Beinpresse, Kniebeugen, Deadlifts, Sumo Deadlifts, Romanian Deadlifts, Sumo Squats,
Lunges, Bulgarian Split Squats, Beinstrecker, Beinbeuger, Leg Extension, Leg Curl, Hip Thrusts. Also alles. 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 Viel Gewicht. Alles mit, ja genau, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich alles mit Gewicht. Also das ist halt diese Bodyweight-Dinger, da kann ja nicht viel kommen. Also Mini-Bands und so weiter, ja, hat sicher auch seine, du kannst Aktivierungsübungen damit machen und aufnehmen und solche Sachen, ja, alles cool. Aber ein Workout nur mit den Mini-Bändern, wo man dann 100.000 Millionen dieser Wiederholungen macht, mache ich nicht, gebe ich nicht, weiß nicht, ob das was passiert auch nichts. Ich kenne keine Frau, die einen riesen Arsch hat, die das macht. Ja. Ich kenne einfach keine. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele. Ich kenne Powerlifterinnen, die so einen Arsch haben. Und die Minibänder zum Aufwärmen verwenden, ja. Aber dann machen sie Kniebeuge und Deadlift und Sumo-Deadlift und Beinpresse und Hip-Thrust und genau diese Sachen mit ganz viel Gewicht. Ja, aber das siehst du ja nicht bei Instagram. Da siehst du nur die Miniband-Walks, nur diese Aktivierung und dann so, siehst du den Arsch. Kommt auf an, wenn man folgt. Also ich habe ja, das stimmt. Bodybuilderinnen und Powerlifterinnen, die das machen. Und wenn man halt den anderen Mädels folgt, ja, dann sieht man halt nur das. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wie ist denn das eigentlich, weil du ja gesagt hast, auch klar, Training ganz, ganz wichtig, Ernährung, das Mindset zur Ernährung ist ja sowieso Männer und Frauen ja komplett unterschiedlich. Es gibt auch Männer, wo man das wirklich mal aufschreiben muss, haargenau, und die haben da nicht so eine, die sind da nicht auf so sensibel, wie du gesagt hast, die ist das, okay, alles klar, mache ich. Bei Frauen musst du eigentlich wahrscheinlich mehr erklären, warum, weshalb, wofür das ist, warum so wenig davon, was das. Hast du da eigentlich so ein grobes Template, dass du sagst, so, okay, bei den Makronährstoffen gehst du eher so prozentual so und so viel an die Proteine, so viel an Kohlenhydrate, so viel an Fette auch, oder sagst du, ist das viel zu individuell noch zu betrachten? Also ich versuche vorab den Mädels einen kurzen Überblick zu erklären, warum ich was wichtig finde. Also ich erzähle ihnen zuerst einmal, warum das Eiweiß wichtig ist. Dann erzähle ich ihnen, warum das Fett wichtig ist. Und dann erzähle ich ihnen, warum die Kohlenhydrate wichtig sind und warum die Ballaststoffe wichtig sind. Und dementsprechend gibt es bei mir auch keine Low-Carb, Low-Fat oder sonstige Variante. Klar, in einer Wettkampfvorbereitung, wenn du irrsinnig wenig Kalorien zur Verfügung hast, dann ist alles low. Ist halt nicht anders. Aber ich bin kein Fan davon, wenn man irgendwas weglässt. Das heißt, ich erkläre Ihnen, warum es gut ist, diese Sachen nicht wegzulassen. Und dann ist der zweite Punkt, warum es auch gut ist, sich nicht Sachen zu verbieten. Das ist mal der allererste Punkt bei mir im Coaching. Und dann versuche ich, mit ihnen zu tracken, was auch nicht immer bei allen funktioniert, aber das ist eine gute Möglichkeit, ein cooles Tool. Ich mag das sehr. Und manchen sage ich auch nur, dass sie nur mal die ersten 4 Wochen tracken sollen. Und dann teile ich ihnen die Makros auf und erkläre auch, wie ich es aufteile. Und sage auch dazu, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist nicht, was so sein muss und jeder macht dieselben Prozentaufteilungen der Makros. Ja. Es ist sehr individuell, man kann keine Ahnung, ein bisschen mehr Fett essen, weil man einfach das lieber hat oder so, oder weil man sich damit ein bisschen besser fühlt oder whatever, ja, aber manchmal muss ich mich ja auch selber rantasten bei bestimmten Personen, was gut funktioniert und was nicht, was sie besser umsetzen können und was nicht. Also ich habe keine One-Fits-All-Sachen. Hm. Fängst du aber trotzdem irgendwie, du musst ja irgendwie anfangen. Wie fängst du mit den Leuten denn an? Also wenn die sagen, die kommen zu dir, die möchten zum Beispiel abnehmen, Muskelmasse ein bisschen aufbauen, wie ist der Startpunkt bei dir? Zuallererst, wenn sich irgendwer meldet, machen wir uns ein Erstgespräch aus. Und in dem Erstgespräch
also erfahre ich ja meistens schon, was die Probleme sind, womit sie hadern. Entweder sagen sie, was sehr oft vorkommt, ja, ich kann nicht abnehmen oder ich versuche das schon länger und es liegt am Essen und keine Ahnung. Ja. Oder sie sagen, ja, ich schaffe es nicht zuzunehmen, weil ich auf Essen vergesse und keine Ahnung. Oder ich versuche immer wieder trainieren zu gehen und das funktioniert nicht. Ja. Also das sind so halt diese typischen Sachen. Und im Erstgespräch, also höre ich mir das zuerst mal an und dann erzähle ich schon ein bisschen was, was für mich wichtig ist, sodass sie mal wissen, in welche Richtung das Ganze gehen würde bei mir. Und ja, und dann geht's los, dass ich ihnen mal eine Vorgabe gebe für die erste Woche und mal überhaupt schaue, wie sie sich tun. Weil wenn nach der ersten Woche schon alles war, alles ist schrecklich und überfordert und hin und her, dann wird der Anfang wahrscheinlich nicht, dann wird es nicht einfach so weitergehen. Dann muss ich mir überlegen, wie ich dann mit der Person weitermache. Ah, okay. Also erstmal ausprobieren, wie das dann erstmal, ob die wirklich dann auch dahinter ist und das erstmal so verfolgen kann und dann anpassen. Ja, es ist wirklich sehr individuell. Ich kann dir verschiedene Beispiele sagen, ja, und das ist halt nicht bei allen gleich. Also manche kriegen Makrovorgaben von mir und die Woche funktioniert super und okay, passt, ja, dann läuft das, dann passe ich ein bisschen die Makros an, dann schaue ich mir die Ernährung an, dann frage ich halt ein bisschen was und irgendwann ergibt sich vielleicht irgendein Problem, das sie mir schildern, gut. Aber im Großen und Ganzen, wenn es schwieriger wird, ist es so, dass die erste Woche mal total chaotisch ist, was die Makros angeht, weil das haben sie noch nie gemacht, das heißt, richtig Makros treffen ist schwierig. Nur weil man so gut tracken kann mit dem Handy und weil sie jetzt Zahlen haben, heißt das nicht, dass das super gut funktioniert immer. Das heißt, sie haben ihre Ernährungsweise, die sie bis jetzt hatten, und plötzlich müssen sie aber bestimmte Zahlen treffen. Wenn sie jetzt vorher nicht wirklich viel Eiweiß gegessen haben und nicht wissen, wo überall Eiweiß drinnen ist, auch wenn ich ihnen das zusammenschreibe, hilft das nicht. Einfach nicht, ja. Das heißt, sie müssen, und dann wird das halt extrem lange immer besprochen, ja, und angeschaut, was sie sonst einkaufen. Weil wenn es nicht, nützt nichts, wenn sie eine Liste haben mit, da ist überall Eiweiß drinnen, und sie haben aber diese Lebensmittel nicht zu Hause, dann bringt das nichts. Das heißt, manchmal muss ich beim Einkaufen mit ihnen anfangen, planen, die ganze Woche vorplanen, was möchtest du essen, was isst du sonst immer, wie kannst du das proteinreicher gestalten. Wenn ich normalerweise Nudeln esse, Nudeln mit Tomatensauce, wie schaffe ich es, dass ich da das Eiweiß erhöhe? Solche Sachen. Eiweiß ist ja das Stichwort. Frauen sagen ja immer, oder häufig ist es ja bei Frauen so, ich möchte weniger Fleisch. Also Männer und Fleisch ist meistens ja nicht so das riesige Problem. Wenn du sagst, ja, ist okay, alles klar. Wenn es mehr sein soll, alles super. Wie ist es denn bei Frauen? Also, weil da tue ich mir zum Beispiel schwer, wenn ich sage, okay, guck mal, Hähnchen, okay, wenn wir nur vegetarische oder vegane Produkte, Ausweichprodukte, wird es halt sehr, 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 sehr industriell. Da ist die Qualität auch nicht so ganz gegeben. Wie machst du das? Sehr, sehr schwierig. Ja. Sehr, sehr schwieriges Thema. Zuerst einmal möchte ich wissen, wenn Sie vegan oder vegetarisch sind, seit wann Sie das machen, wie Sie sich ernähren. Weil ich hatte in der Vergangenheit Mädels, die sich vegan ernährt haben, und zwar erst seit kurzer Zeit und sich gar nicht wirklich damit beschäftigt haben, sondern das einfach gemacht haben, weil die unter anderem gehofft haben, dass sie dadurch schneller abnehmen. Einfach, wenn sie ganz viele Sachen streichen, logischerweise nehme ich dann ab, ja, ist der Gedanke. Wenn sie aber dann weiterhin verarbeitete Sachen essen, die dann einfach wenig Eiweiß haben, aber dafür viel Kohlenhydrate und Fett, dann werden sie weiterhin zunehmen oder nicht abnehmen. Also nur die tierischen Sachen zu streichen, ist kein Garant, dass man abnimmt. Also ich habe auch eine Zeit lang, habe ich gesagt, ich coache keine Veganer, weil es einfach so schwierig für mich war. Vor allem die Veganer, die sich nicht damit auseinandersetzen, die einfach dann weiterhin Fastfood essen. Veganes Fastfood. Also das bringt
natürlich, man muss halt immer sehen, für was, ja. Ich bin keine Moralapostel, es soll ja nicht, jeder soll für sich selber machen, was er für richtig empfindet. Aber wenn wer zu mir kommt und er möchte Muskeln aufbauen und Fett abbauen und sich vegan ernährt, aber mit Fast Food, natürlich habe ich was zu bemängeln und bekriteln. Weil das ist trotzdem nichts, was dann gut funktioniert. Also es ist schwierig. Es ist schwierig, weil es kommt dann immer so rüber, als hätte ich grundsätzlich was gegen Veganer oder gegen diese Ernährungsweise. Und unsere Zeit ist halt einfach so, wir haben die Möglichkeit, auf tierische Produkte zu verzichten. Es ist aber trotzdem nicht immer leicht. Also ich bin auch kein Fan von den ganzen, was halt so alles passiert, Massentierhaltung und alles Leid und hin und her. Aber ja, jeder muss für sich halt entscheiden, wo er anfängt. Ja. Und für mich ist Muskelaufbau oder Muskelerhalt wichtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt mich vegan ernähre. Vegetarisch, ja, mache ich manchmal. Ja. Es gibt Tage, so es geht mit Milchprodukte und Eier und solche Sachen, geht das ganz gut. Aber wenn man einfach nicht das Gespür dafür hat oder das noch nicht gelernt hat, dann ist das schwierig, ganz darauf zu verzichten und gleichzeitig Muskelaufbau zu verlangen. Ja, es wird dann ein bisschen schwierig. Ja. Vor allem, dann trinken sie ihre Eiweißshakes, die ihnen nicht schmecken, weil sie nicht ja, schmecken. Und dann ist das wieder so ein Teufelskreis. Das hatte ich so oft, ja, diese blöden Eiweißshakes, die dann ekelhaft sind. Und dann versuchen sie aufzupimpen mit irgendwas. Und dann haben sie extrem viel Kohlenhydrate und Fett in diesem Shake, nur damit er irgendwie leicht runterzukriegen ist. Und können stattdessen aber wieder einen Burger essen, weil der so viel Kalorien hat. Ja, also, ja gut, ich glaube mal, diese Diskussion mit vegan und vegetarisch und Kalorien und alles, da kann man, ja, da verliert man sich sehr, sehr schnell drin und man verliert auf jeden Fall den Krieg, ja, weil wenn jemand, also, weil wenn jemand das nicht will, da kann man auch, also, im Endeffekt geht es ja um Qualität, also wenn, egal ob du Veganer bist oder nicht, wenn die Qualität des Essens stimmt, dann ist doch alles gut. Ja, der wird auch Veganer, aber ist eben halt trotzdem ein bisschen schwierig, auf das Eiweiß zu kommen, weil wie viel Soja kann man denn essen? Oder Bohnen, Erbsen, Kicher, oder also kannst dich ja nicht nur davon ernähren. Ja, es ist, ich muss gestehen, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich weiß, dass es Seitan gibt und solche Sachen. Ich weiß, aber ich kenne mich einfach nicht gut aus mit dem. Und deswegen bin ich, wenn es um sowas geht, nicht die richtige Ansprechperson. Also in Verbindung mit Muskelaufbau noch dazu. Und deswegen habe ich das damals so beschlossen und ich habe dann zwar im Nachhinein noch ein, zwei Veganer dann gehabt, die es aber dann ganz gut hinbekommen haben. Das heißt, ich entscheide das dann einfach so im Gespräch, ob das. Ah, okay. Das klingt auf jeden Fall gut. Kalorien, du trackst ja mit deinen Leuten. Kalorien ist ja auch immer so immer spooky, weil es geht ja immer weniger. Weniger ist immer besser. Weniger ist nicht immer besser. Das wissen wir. Erklär mal bitte deinen Ansatz so ein bisschen. Wie gehst du da vor? Wie viel Kalorien ist denn gut oder schlecht vom Gewicht her? Wie können es die Leute so grob berechnen, damit sie sagen, okay, dort sehen sie, weil meine Erfahrung ist, die meisten essen sowieso schon über Jahre zu wenig. Da rauszukommen ist schon wieder, also haben sich so in der Abwärtsspirale heruntergehungert, dass er jetzt, aber natürlich auch in die andere Richtung. Aber jetzt erzähl mal. Ja, also grundsätzlich ist fast jede zu wenig, die auch zu mir kommt. Aber trotzdem wollen sie alle abnehmen. Das heißt, zu wenig essen sie anscheinend nicht lange genug, weil sonst wären sie es alle super mager. Das heißt, sie essen vielleicht oft zu wenig eine Zeit lang und halten, können es dann nicht mehr aushalten, weil es zu wenig ist. Und dann haben sie Gelüste und Fressattacken und Cheat Days und Binge Days und solche Sachen, wo sie dann alles essen, was ihnen in die Hände kommt und dann nächste Woche senken sie wieder die Kalorien, weil sie sich denken, scheiße, ich muss da wieder runter, ich habe zu viel gegessen und sind wieder bei zu wenig. Weil ich habe oft diese Gespräche mit, ich esse zu wenig, aber nehme nicht ab, weil das ist ein Widerspruch in sich.
Das funktioniert nicht. Weil wenn du zu wenig isst, nimmst du ab. Immer. Und das heißt, da fängt halt wieder Aufklärung bei mir an, dass wenn sie ein zu großes Defizit für sich wählen, was sie nicht lange genug halten können, dann werden sie früher oder später Fressattacken bekommen oder drauf scheißen generell zum Tracken und dann werden sie wieder mehr essen. Oder sie tracken nicht genau und essen häufig auswärts, dann ist es falsch geschätztes Essen oder nicht genau getracktes und sie denken, sie essen zu wenig. Also zu wenig essen und nicht abnehmen geht ganz, ganz, ganz selten. Aber genau, es sollte definitiv nicht zu wenig Kalorien sein, es sollte definitiv nicht zu wenig Fett sein und nicht zu wenig Eiweiß. Weil Eiweiß ist wichtig für Muskelaufbau, Muskelerhalt. Fett ist definitiv wichtig für die Hormone, vor allem für die Frauen, wenn sie ihre Periode behalten wollen, wenn sie ihre Libido behalten wollen und ihre Laune behalten wollen, sollten sie Fett definitiv nicht reduzieren oder halt so mega niedrig lassen. Kohlenhydrate genauso, vor allem für die Laune. Also Low Carb sich zu ernähren ist nicht lustig. Zumindest nicht dauerhaft. Genau, richtig. Das heißt, hier auch Aufklärung, warum das wichtig ist. Und genau. Ansonsten, wie man es ausrechnen kann, ich rechne es so aus für meine Kunden. Also das Ausgerechnete ist ja nur ein ausgerechnetes, eine ungefähre Zahl. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt und für jeden gleich. Ja? Man kann das ausrechnen, indem man Körpergewicht mal 22 rechnet, dann kommt der Grundumsatz raus und dann rechnet man noch einmal den Aktivitätsfaktor dazu. Der ergibt sich zwischen 1,1 und 1,7, je nachdem, wie viel man sich bewegt, welchen Job man hat, wie oft man trainieren geht und was für eine Person man ist. Wenn irgendwer total ruhig und introvertiert ist und sich nicht viel bewegt und ja, wie gesagt, einfach ruhig ist, wird er wahrscheinlich weniger verbrauchen als eine total hibbelige Person, die ständig herumzappelt und nicht sitzen kann und gehen muss und solche Sachen. Die wird schon einen höheren Grundumsatz haben. Und dementsprechend gibt es da Unterschiede. Das heißt, ich rechne mir das aus und dann sage ich, okay, hier fangen wir an und wir schauen uns mal die nächsten 2 Wochen an, ob sich dein Gewicht in irgendeine Richtung bewegt. Und wenn es sich langsam nach unten bewegen sollte, dann sage ich, okay, schau, wir sind in einem Defizit. Ich würde dir raten, dieses jetzt mal zu halten, bis sich gar nichts mehr bewegt, zum Beispiel. Und dann erst anpassen und nicht zu überstürzt gleich anpassen nach unten und du landest 1000 Kalorien und kannst es nicht lange halten und hast, mit einem Essen hast dann wieder alles umgehauen. Ja, das stimmt. Machst du dann so irgendwie geplante Refeeds oder wie hältst du die Leute bei Laune? Darum geht es ja eigentlich. Also geplante Refeeds mache ich nur mit den Personen, wo ich sehe, dass das alles sehr gut funktioniert. Okay. Also geplante Refeeds funktionieren, würde ich jetzt sagen, eigentlich nur bei meinen Athletinnen. Bei den Nicht-Athleten ist es so, dass sie das selber früher oder später machen, indem sie auswärts essen gehen, indem sie irgendwo eingeladen sind, indem sie ein Essen mit dem Freund haben oder so irgendwie. Und das sind dann ungeplante Refeeds oft. Das heißt, ich baue dann nicht zusätzlich noch Refeeds ein, sondern ich sage ihnen, sie dürfen grundsätzlich alles machen, sie entscheiden. Sie müssen mich nicht fragen, ob sie morgen mit dem Freund essen gehen können und das nicht tracken. Sie entscheiden, ob sie das machen möchten, weil es ist ja ihr Leben und es ist ihre Entscheidung. Sie müssen halt nur wissen, wenn sie jetzt 3 Wochenenden in Folge, Samstag und Sonntag, brunchen waren, all you can eat, ja, dass dadurch vielleicht der Progress nicht mehr so gut sein wird oder nicht mehr so schnell sein wird. Das ist alles, was sie wissen müssen.
Ah, okay, alles klar. Also so intuitiv ein bisschen sollen sie auf sich hören und dann. Ja, sie sollen wissen, dass es Konsequenzen haben kann. Ah, okay. Ja, also es ist nicht so, dass sie machen können, was sie wollen und dann, ja, ist alles super, sondern wenn sie sich an bestimmte Sachen halten, können sie schneller abnehmen. Wenn ihnen aber das häufige Auswärtsessen wichtiger ist und sie Auswärtsessen sich nicht so gut auf Sättigung konzentrieren können oder sie wissen, dass sie drüber sind, weil es immer eine Pizza ist mit Nachspeise, dann sollen sie schon wissen, dass sie dann nicht in einem Defizit sein können. Das ist wohl wahr. Nach einer Also Pizza, selber, ja. Sie ja, entscheiden selber, okay. ob es langsamer oder schneller geht. Ah, okay. Gibt es noch etwas, was wir nicht besprochen haben in dieser Hinsicht, was du für sehr, sehr wichtig beim Coaching von Frauen eigentlich erachtest? Wir haben ja ein bisschen so über Essen, über Mindset, damit sie lang genug auch dranbleiben. Ja, Motivation, gell? Das ist immer so ein Thema. Manche kommen und denken, dass wir als Coach dafür da sind, dass wir sie am Ball halten und dass sie motivieren. Und ja, ich verstehe, natürlich ist Motivation ein breites Wort auch, weil manche ist Motivation, wenn ich sage, hey, du hast eine super Woche gehabt, mach weiter so. Ja, Ja. das motiviert sie dran zu bleiben. Ja? Manche erwarten, dass man sie jeden Tag anruft oder ihnen unter die Arme hilft und sagt, komm, gehen wir trainieren oder so. Ja, also das wird es nicht spielen. Das Coaching ist nicht, also ich leite ja nur an. Ich gebe ja nur Möglichkeiten, ich zeige ja verschiedene Möglichkeiten, die es geben kann. Ja, aber umsetzen muss die Person das ja selber. Und wenn die selber keinen Bock hat, etwas zu ändern, weil darum geht es ja, weil es kann ja nicht alles gleich bleiben. Weil wenn alles gleich bleiben würde, dann muss sie ja kein Coaching machen. Das geht ja nicht. Also wenn sie Veränderung will, muss sie was verändern. Und wenn das bedeutet, dass sie ihr Fastfood minimieren muss, dann ist es so. Also Motivation ist halt, ich weiß, dass auch oft Motivation nicht da ist, wenn man zum Beispiel etwas macht, was keinen Erfolg gibt. Das heißt, wenn ich einen Trainingsplan mache und ich mich nicht steigere, natürlich bin ich irgendwann demotiviert, weil es geht nichts voran. Aber da muss man sich halt anschauen, woran liegt das? Warum kannst du dich nicht steigern? Gehst du zu selten ins Training oder steigerst du das Gewicht nicht? Versuchst du dich nicht zu pushen? Die Trainingspläne sind immer worauf eigentlich immer ausgelegt? Also, dass sie wirklich 4 bis 6 Mal die Woche trainieren oder sagst du, steigerst du das je nachdem und je nach Zielstellung oder was ist da so dein Vorgehen? Nein, hier auf Italienisch. Auf Italienisch. Das hängt davon ab, wie oft sie trainieren gehen können. Alles gut, mach dir keine Sorgen. Wir können auch kurz warten, weil meiner schläft zum Glück, deswegen. Moment, das steht mir vor der Tür. Tschüss, danke. So, sorry. Kein Problem. Genau, das Steigern vom Training hast du ge gefragt. Das frage ich ganz am Anfang. Wie oft ist es dir möglich, trainieren zu gehen? Und oft sagen die Leute zwischen 4 und 6 Mal oder so. Und dann nehme ich 4 Mal. Ah, okay. Ja, immer, weil 6 Mal ist dann eine Wunschvorstellung, die oft nicht funktioniert. Also ich nehme lieber die niedrigere Zahl, die Sie nennen, und dann haben Sie einen Erfolg, wenn Sie das schaffen, als die höhere Zahl und Sie schaffen es nicht und denken und sind dann demotiviert, weil Sie es nicht geschafft haben. Also ich nehme immer, es ist immer besser, Sie gehen 2 Mal dafür regelmäßig als 6 Mal und dann immer nur in gewissen Abständen.
Wenn du also sagst ja zweimal, also es ist ja vorbildlich, wenn jemand viermal zum Training gehen kann. Ich glaube mal, das ist ja, kommt ja nicht so häufig vor eigentlich an sich. Also wenn die Leute ins Gym rennen, bei dir wahrscheinlich mit anderen Zielstellungen, wenn du einen Coach gehst, nimmst, ändert das natürlich alles. Würdest du sagen, dass Training 1 bis 2 Mal die Woche ausreichend sein kann? Natürlich. Also es kommt darauf an, was die Zielsetzung ist. Ich hab ein Mädel, das habe ich sogar auf meiner Seite gepostet, weil sie einen super Fortschritt gemacht hat. Die geht 2 Mal die Woche trainieren. Sie geht 2 Mal, hat einen Ganzkörperplan und sie geht nur 2 Mal die Woche trainieren. Und das muss man sich dann mal ausrechnen, wie oft sie trainieren war und welchen Fortschritt sie in der Zeit gemacht hat. Also es ist möglich, es kommt darauf an, ob du Anfänger bist oder nicht. Ja, ein Fortgeschrittener wird nicht 2 Mal die Woche trainieren gehen können und weiter Fortschritte machen können. Er wird vielleicht das halten, was er hat, aber vielleicht keine weiteren Fortschritte machen. Das heißt, es kommt darauf an, welche Person und welche Zielsetzung. Aber grundsätzlich ist immer 2 Mal regelmäßig definitiv besser als 4 Mal sporadisch. Ja. Ja, gehe ich 100% mit. Wie ist es denn gerade zu der Zeit? Also ich meine, das Jahr können wir ja, also da Kontinuität und Fortschritt reinzubringen, also ist herzlichen Glückwunsch, wenn man das hinkriegt. Also das ist auf jeden Fall, wie gehst du mit der Situation gerade so um? Ja, also der erste Lockdown, ich muss sagen, meine Leute waren super gut dabei. Also da wussten wir ja noch nicht, wie lange das Ganze dauern wird. Das war ja auf der einen Seite Fluch und Segen, weil du hast gehofft, dass es nicht so lange dauern wird und hast dann einfach nicht aufgeben wollen irgendwann. Aber gegen Ende war es dann schon so, dass ein bisschen ihre Luft raus war bei vielen. Ja? Das verstehe ich. Aber Hut ab vor allen, die es zu Hause geschafft haben, weiterhin zu trainieren. Der jetzige Lockdown ist jetzt halt so, dass viele haben sich ausgestattet schon davor. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe ganz wenige, die nicht so viel zur Verfügung haben, aber bei denen reicht es eigentlich auch. Das hat dann wieder mit Trainingslevel zu tun. Ja? Ja. Das habe ich letztens mit einer Kundin besprochen. Grundsätzlich wäre sie auch der Typ, also vom Trainingslevel, die auch mit Bodyweight Fortschritte machen würde. Aber da sie ja ins Fitnessstudio geht, ist es oft so, dass wenn die Leute ins Fitnessstudio gehen, nicht zufrieden sind, wenn sie nur einen Bodyweight-Plan kriegen. Das habe ich ganz am Anfang meines Trainerdaseins auch gemacht. Bodyweight ist nicht immer einfach zu messen, ist nicht so motivierend, du hast nicht immer Gewicht, das du steigerst und wo du siehst, wow, ich bin jetzt schon so und so weit. Und deswegen gebe ich ja nicht so vielen, so viele Bodyweight-Übungen. Aber ich weiß, dass sie definitiv mit einer Kurzhantel und der Rest Bodyweight weiterhin jetzt ihre Fortschritte machen wird, wenn sie dran bleibt. Also für viele ist es ausreichend, man kann vieles erschweren. Für fortgeschrittene Personen ist es halt schwierig, da können sie nur darauf hinarbeiten, dass sie halten, Muskulatur erhalten. Ja, ich glaube mal, das Wichtige ist für viele, dass sie ein bisschen Equipment zu Hause haben. Also ich meine, wenn man welches überhaupt bekommt. Also in Deutschland ist eigentlich so gut wie alles ausverkauft. Da kannst du nur hoffen, dass du irgendwie durch Zufall noch irgendwas bekommst, was natürlich in gleicher Linie Fluch und Segen ist. Ja. Ja, super für die Industrie, aber für die Leute ist es natürlich ganz schön bescheiden. Ja. Ja, es ist, also der Andi war da sehr, 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 sehr nett und hat auch ganz viel hergeborgt an seine Mitglieder. Das heißt, einige konnten sich halt einfach nur mit ein paar, mit einer Kurzhantel, die sie umstecken können oder so, irgendwie ausstatten, Kettlebells, vielleicht ein Rack oder sonstiges, je nachdem, was für ein Trainingslevel wer hat und wem was reichen würde. Also das war auch sehr cool. Und ansonsten mit Widerstandsbändern und wie gesagt, für einige reicht das eh auch und für weiter Fortgeschrittene, die sind meistens eh ausgestattet. Also die lassen es gar nicht mal so weit kommen. Ja, das stimmt. Wir haben viel jetzt über deine Kunden, über alles so gesprochen. Wie sieht es denn bei dir aktuell mit Training und so aus? Kann ich dir zeigen. Das ist auf jeden Fall ausreichend.
habe, Andi hat mir was geborgt, Kniebeugenstände, eine Bank, eine Langhantelgewichte, Z-Stange und zwei Kurzhantel, die ich beladen kann. Ich bin ausgestattet. Ja, das reicht. Unabhängig davon jetzt, was hast du dir eigentlich jetzt für Ziele gesetzt? Für dich persönlich? Aktuell, meine sportlichen Ziele sind gerade für dieses Jahr ein bisschen nach hinten gerückt. Ich habe Anfang des Jahres habe ich mich ein bisschen mit Powerlifting auseinandergesetzt und habe nach einem Powerlifting-Plan trainiert, habe super viel dazugelernt, was die Kniebeuge und Deadlift angeht. Ich habe sehr viel vom Feeling her dazugelernt, Ansteuerung, solche Sachen. Habe aber dann nicht mehr weitergemacht Mitte des Jahres und momentan, also abgesehen vom Lockdown, ist es ein bisschen zurückgegangen. Da wollte ich mich viel mehr auf das Business konzentrieren und den Kunden auch ein bisschen mehr bieten und solche Sachen, also dass ich da ein bisschen weiterkomme. Und nächstes Jahr möchte ich dann aber persönlich wieder richtig in den Aufbau gehen, damit ich dann das Jahr drauf wieder starten kann. Beim Kraft-3-Kampf oder Bodybuilding? Bodybuilding. Bodybuilding wieder. Ah, okay, alles klar. Also 2021. 22. 22, ja. Oh Gott, das Jahr ist ja schon wieder vorbei. Ach Gott. Ja. Ja, stimmt, wir haben November, ja, 2000. Oh Gott. Ja, das stimmt, das ist wirklich Wahnsinn. Also das Jahr ist, ja, verrückt, 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 verrückt. Hast du eigentlich auch Bühnenathleten bei dir selbst, die du noch unterstützt? Mhm. Und wie hat sich das jetzt bei denen, das Training, verändert während des Jahres? Also ich habe eine Athletin gehabt, die hätte im Frühling starten sollen und wir haben mal kurzfristig dann absagen müssen. Und dann habe ich eigentlich alles für dieses Jahr abgesagt an Vorbereitung und auf nächstes Jahr verschoben, bis auf eine Person, weil die hat Equipment zu Hause gehabt. Und die hat gesagt, nein, ist mir egal, ich mache jetzt die Prep, ob Wettkämpfe stattfinden oder nicht. Wenn sie nicht stattfinden, dann mache ich ein Shooting und das war's. Und so war das auch. Und die hat jetzt wirklich eine coole Saison gehabt. Das war ihre erste Saison. Und sie hat 1, 2, 3, 4 Wettkämpfe gehabt mit der IFBB-WM in Spanien, die gestern stattgefunden hat. Also das war sehr, sehr cool. Hätten wir alle nicht gedacht. Und für nächstes Jahr habe ich Frühling und Herbst schon was geplant. Schauen wir mal, wie es wird. Wow, also trotz Corona, trotz allem hat sie 4 Wettkämpfe mitmachen können. Ja. Wow. Ja, wirklich. Also der erste Wettkampf war im September oder so. Da war alles okay. Und jetzt die letzten zwei waren, standen an der Kippe und wurden dann noch irgendwie organisiert und haben stattgefunden. Und das in Spanien. Frag mich nicht, wie das stattgefunden hat oder wie das hat stattfinden können. Ich bin nicht mitgeflogen, weil ich einfach mir gedacht habe, ich kann einfach nicht mitfliegen, weil ich weiß nicht, wie die ganze Sache ist. Ja. Gibt es noch so 1, 2 Tipps für Leute, die du mitgeben kannst, die sagen, trotz all dem, ich traue mich nicht an die Gewichte? Ja, was soll denn großartig passieren? Was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Im allerschlimmsten Fall, das habe ich das letzte Mal bei einem Podcast gesagt. Was soll passieren? Dass du aufwachst am nächsten Morgen, wenn du eine schwere Session hattest und dass du explodierst und dass du solche Beine hast und solchen Nacken, das wird nicht passieren. Also im schlimmsten Fall, wenn du irgendwann einmal aufwachen solltest und dir denkst, oh mein Gott, die Oberschenkel sind jetzt schon sehr wuchtig, ja, so wollte ich das eigentlich gar nicht und jetzt ist es soweit, dann hörst du auf und baust Muskulatur ab. Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Muskelabbau funktioniert ziemlich schnell. Wenn man sich den anschaut, der einen Gips hatte, der hat dann so ein Ärmchen. Richtig. Und wie gehst du dann, da fällt mir gerade ein, wie gehst du denn eigentlich bei den Leuten vor, die zum Beispiel aufgebaut haben oder dann wieder aber abbauen sollen?
das Mindset zu überdenken mit dem Essen, weil du kannst ja nicht so viel essen, wenn du mehr Muskelmasse hast und du willst wieder abbauen, dementsprechend musst du ein bisschen so die Kalorien ja anpassen, damit du ja nicht... Entschuldige, ich habe das jetzt nicht... Ich meine, wenn du jemanden hast, der zum Beispiel viel Muskelmasse hatte, der aber jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt ein bisschen weniger trainieren... wird das wollen. Okay, gut, das ist eine rein hypothetische Frage. Ja, das stimmt allerdings. Wer will denn Muskelmasse abbauen? Ja, das also eigentlich stimmt, wir lassen die Frage einfach mal so weg. Das macht gar keinen Sinn. Ja, das stimmt. Also, das macht gar keinen Sinn, Muskelmasse abzubauen, das stimmt. Deswegen, so. Das war ein gutes Schlusswort. Es ist so schwer und anstrengend. Warum möchte man etwas zunichte machen, wofür man so viel gearbeitet hat? Ja, das stimmt. Stell dir vor, du bastelst, du machst ein Puzzle, ein Mini-Puzzle, das Tage und Jahre dauert oder so irgendwie, ja. Und dann sagst du, ach, das ist jetzt so groß, das steht da jetzt blöd und haust so rüber. Ja? Das bringst du ja nicht übers Herz. Du hast ja so viel da reingesteckt und gearbeitet. Das stimmt. Ja, das stimmt. Gut, ich denke mal, das war ein gutes Schlusswort. Ja, wer will Muskelmasse abbauen? Wo und wie kann man dich erreichen, falls jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, mit dir Kontakt aufnehmen möchte? So, schieß los. Ja, am besten auf Instagram, auf meine Seite mirella.coach. Ich habe auch eine Homepage, aber die ist nicht aktuell. Ah, okay. Und am besten ist Instagram, weil da poste ich selber recht viel und man kriegt so einen Einblick einfach auch von mir. Und dann einfach anschreiben oder eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht auch da drinnen. Und genau. Ja, das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Du sprichst auf jeden Fall aus Erfahrung, was ich sehr, sehr gut finde. Du bist eine Frau, die Gewichte bewegt, was ich natürlich super finde. Was natürlich noch mehr Frauen machen sollten, weil ihr werdet nicht so breit werden. Das wird nicht passieren. Nope. Deswegen, gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest, was sie auf jeden Fall machen sollten? Was sie auf jeden Fall machen sollten, das, was sie noch nie gemacht haben. Probiert neue Sachen aus. Ja, irgendetwas, was sie noch nie gemacht haben. Sehr gut. Mirella, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war ein wirklich cooles Gespräch. Danke dir. Ich hoffe, der zweite Lockdown wird nicht ganz so bescheiden sein wie der erste. Geht schneller vorbei und wir können im Dezember wieder ganz normal ins Gym gehen. Also in dem Sinne, bleib gesund und bis bald. Alles klar. Bis dann.